Herzlich willkommen in der evangelischen Kirchengemeinde Erang. Wir begrüßen Sie hier vor Ort in Erang selbst zu einer kleinen Expedition. Und wir, das bin einmal ich, Vanessa Kluge. Wer sie nicht kennt, sie ist unsere Pfarrerin. Und unser Organist, unser Kirchenmusiker. Mein Name ist Heiko Hans-Jost und wir heißen Sie heute herzlich willkommen hier und laden Sie zu einem kleinen Besuch in der Kirche ein, denn dort gibt es etwas zu entdecken. Kommen Sie einfach mit. Ja, wir sind nun in unserer Kirche und die Entdeckungsreise, auf die wir Sie heute mitnehmen möchten, die bezieht sich auf die Orgel. 2021 ist nämlich nicht nur das Jahr der Orgel, sondern wir feiern dieses Jahr der Orgel in Erang ganz besonders, denn unsere Orgel ist in diesem Jahr neu erstanden. Die Orgel, ursprünglich gebaut in den 60er Jahren, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Fehler aufgewiesen. Es gab Temperaturprobleme in dieser Orgel bis hin zu Schimmelbelastung. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass unsere Orgel dann im vergangenen Jahr abgebaut worden ist und die Teile in die Orgelbauwerkstatt Merten nach Remagen gebracht worden sind, wo diese Orgel dann neu restrukturiert und neu organisiert worden ist. Und das Ergebnis können wir jetzt schon hier sehen. Wie Sie sehen, sind unsere Orgelbauer noch am Gange und wir werden uns auch gleich anschauen, was dort oben auf der Empore passiert. Aber vorab ein paar Worte zu dem, was das Besondere dieser Orgel ist. Es ist nicht nur das Jahr der Orgel, sondern dieses Instrument ist aus unserer Sicht auch ein sehr zukunftsweisendes Instrument, denn wir verbinden damit Vergangenheit und Zukunft in der heutigen Zeit. Nämlich diese Orgel ist besonders nachhaltig gebaut. Das Pfeifenmaterial, was wir später hören werden, was wir auch sehen werden, ist zum großen Teil aus abgebrochenen Instrumenten aus der Zeit von etwa 1860 bis 1890, zum Teil aus England, zum Teil aus Deutschland, zusammengetragen worden und wird in dieser Orgel wiederverwendet. Somit hat man den Klang von alten Pfeifen in einem neuen Gewand. Eine zweite Besonderheit dieses Instruments ist, dass es auch in unserer heute sehr stark technisierten und digitalisierten Welt analog-mechanisch gebaut ist. Das heißt, die Verbindung von der Taste, von dem Finger des Organisten zu den Pfeifen, die Steuerung der Ventile, die Zuteilung der Luft, das funktioniert hier in dieser Orgel rein mechanisch, so wie es im Orgelbau seit etwa 600, 700 Jahren Tradition ist. Aber das wollen wir uns etwas genauer mal anschauen und vielleicht begleiten Sie mich dazu einfach auf die Orgelempore. Wir sind jetzt auf der Orgelempore angekommen und ich sitze auch an meinem jetzigen und zukünftigen Arbeitsplatz, dem Spieltisch der neuen Orgel. Und neben mir steht der Martin Hildmann. Herr Hildmann ist seit 2 Jahren Geschäftsführer der Firma Orgelbau Merten, die unser Orgelprojekt hier ausführt. Ja, und ich schaue mir jetzt mal etwas an, was sozusagen die Arbeit der Orgelbauer im Bereich der Intonation in den vergangenen Stunden ergeben hat. Also den lieblich gedackt, den haben wir jetzt soweit vorbereitet und ausgeglichen, wenn Sie sich den schon anhören möchten. Schön, und ist im Vergleich zum Prinzipal 8, der natürlich etwas stärker sein soll. Sehr schön, das von der Charakteristik her eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Momentan arbeiten Sie an der Traversflöte? Ja, nee, ganz genau. Wir haben jetzt reingestellt. Sie ist noch nicht beigestimmt. Ja, dann schauen wir uns die Töne an. Okay, da ist der Prem jetzt gerade dran. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an, was der Prem dort an diesem Pfeifen macht. 10-0 bitte. Jetzt bitte das Cis-0. Weiter. 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 Weiter.
an diesem Instrument ist eigentlich, dass hier aus altem Material, aus historischem Material etwas Neues entstanden ist. Das heißt, unsere alte Orgel wurde abgebaut im März 2020. Dieses Material dieser Orgel wurde wiederverwendet, wurde aufbereitet, wurde kombiniert mit Material aus dem 19. Jahrhundert. Und das Klangbild, was sich daraus ergibt, ist ein ganz besonderes. Es ist ein romantisches Klangbild mit vielen sphärischen Farben, mit schönen, weichen, dunklen Tönen, die also besonders gut auch in diese Kirche hier passen. Und das kann man auch hören. Das macht mir einfach Spaß und richtig Freude. Nachdem die Orgelempore so lange leer war, füllt sie sich nun. Die Orgel wird wieder aufgebaut, Ton um Ton kommen hinzu und es ist einfach nur schön. Mir macht es unglaublich Spaß und Ihnen hoffentlich auch. Übrigens, mein Lieblingsregister an dieser Orgel ist der Zimbelstern. Es ist so schön, wenn Herr Hans Josten dieses Register zieht. Das ist nicht in jedem Gottesdienst, nur hin und wieder bei den Hochfesten, Ostern, Weihnachten. Aber das Allerschönste ist, wenn ich dann vorne an der Kanzel stehe oder am Altar und ich gucke in die Gesichter der Gemeindeglieder. Und die fangen an zu leuchten, weil sie ihren Zimbelstern hören. Mein Lieblingsregister.